Wasser, das Lebenselixier. Frisch und rein. Seit mehr als 600 Jahren schätzen die Menschen auf der Schwäbischen Alb dieses Geschenk der Natur, das wir seit Jahrhunderten für sie abfüllen. Göppinger Mineralwasser. Frisch vom Fuße der Schwäbischen Alb. Frisch auf Göppingen verstärkt sich ab der kommenden Saison mit dem bosnischen Nationalspieler Jose Peric. Der 25-jährige Rechtshänder kommt vom rumänischen Erstligist AHC Dunărea Călărași und erhält in Göppingen einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten. Wir bekommen damit oder haben damit die gleiche Quantität an Rückraumspielern, wie wir sie jetzt auch in diesem Jahr haben werden. Nämlich stehen uns dann 7 Rückraumspieler aktuell dann eben zur Verfügung. Und wir bekommen mit Jose Peric einen auf jeden Fall sehr spielstarken, beweglichen Rückraumspieler dazu, der nach unserer Einschätzung auch aufgrund seiner Fähigkeiten im 1 gegen 1, aufgrund seiner Fähigkeiten im Schlagwurf und auch mit der Kooperation mit dem Kreisläufer sicherlich sehr, sehr gut zu Rolfs System passt, zu unserem kreisläuferorientierten Spiel passt. Und das ist sicherlich ein Spieler, auf den sich die Zuschauer freuen können. Mit dieser aktuellen Personalie hat Frisch auf nach der Vertragsverlängerung von Jens Schöngard und den bereits feststehenden Transfers von Zelenovic und Sörensen dann insgesamt 15 Profispieler im Kader für die Saison 2018-2019.